Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Uncharted 4 hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind immer noch hier in der Höhle und unter der, oder beziehungsweise in den Katakomben unter der Kathedrale unterwegs. Entschuldige bitte. Ja. Ich hoffe, wir kommen ja auch immer wieder raus. Es ist langsam deprimierend hier. Kein Sonnenlicht und so. Ja, den Sturz überlebt er natürlich, oder den Sprung. Ja, etwas zu hoch zum Springen, wenn man kein Trampolin hat. Der steht noch in meinem Garten. Ach, Mist. Halt, du besitzt ein Trampolin? Schön wär's. Nunu? Ah, okay. Da hinten ist ein Pfad. Wie komme ich da hin? Da unten ist aber nichts. Versuchen wir es mal so. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen runter. Und dann da hochklettern. Autsch. Nein, nein, nein. Oh, war nicht lang genug. Nein, nein, nein. Nein. So, jetzt nochmal hier hin. Noch in meinem Garten. Schön wär's. Er wünscht sich ein Trampolin. Das können wir doch bestimmt zum Geburtstag schenken. Na. Ich muss da genau oben den Spalt wischen. Oh, genau so. Genau so. Ich fände es echt geil, wenn es so mehrere Wege geben könnte, wo man so voll verzweifelt ist. Wo man den falschen Weg läuft. Zufällig steht natürlich da eine Kiste mit Rädern rum. Was für Zufall. An solchen Stürzen bin ich schon gestorben. Passt schon. Wir nähern uns definitiv der Kathedrale. Oder dem, was übrig ist. So lange gebraucht für so ein kleines Stück also, Wege. Das ist viel raffinierter, als ich erwartet hatte. Aber echt. Dafür haben die Jahre gebraucht. Ein schickes Versteck für die 400 Millionen Scheine. Brücke kaputt. Suchen wir einen anderen Weg. Eck war so klar. Wird schon schief gehen. Zum Glück bist du nicht schwerer als die Kiste. Okay. Geschafft. Was ist der Plan? Ich arbeite noch dran. Wir hängen unsere Seile daran. Einmal hinten ist noch ein Schatz. Mein Schatz. Ha!
Gut, dass die Rollen... Nein! Oh, Gott sei Dank. Dass die Rollen unter ihre Kisten gepackt haben. So, die hat gar keine Rollen drunter. Das war knapp. Das war richtig knapp gerade. Eieiei. Ja, kletter hoch. Perfekt. Ich weiß nicht. Brücken sind ja nichts. Schlechte. Hier geht es nicht durch. Unten kommen wir weiter. Statt mal auch eine Idee einzubringen, warum... Ich bin fest. Ich komme nicht weiter. Jetzt geht's. Hier. Sieh mal an. Wenn hier nicht alles auseinanderfallen würde, säßen wir wohl wieder fest. Sieh dich um. Heilige Scheiße. Das war wohl noch ein Test, aber alles ist ins Meer gestürzt. Tja, der Test heißt jetzt wohl. Ja, zum Teufel kommen wir rüber. Lesen. Es sei gesagt, dass ich, Thomas Howard, Kapitän der Dauntless, ein leichtgläubiger Narr bin. Es wird alles mit dem Kreuz, eine kryptische Nachricht meines alten Landsmanns mit vagen Verbrechungen des Partys. Ich war skeptisch, aber der Gedanke daran, den Rest meines Lebens zu Hause verbringen, mich zu fragen, was hätte sein können, war einfach zu viel. Ein Brief vom König der Piraten ignoriert man nicht. Ich habe es überlebt, an der Küste Madagaskars ausgesetzt. Ich habe den Angriff des Ostindienfahrers Pimpok überlebt. Aber das hier werde ich nicht überleben. Mein Bein ist gebrochen, meine Crew zu feige, einen Fuß in die gottverdammten Höhlen. Sie hört meine Hilferufe nicht. Wer hätte gedacht, dass meine Taten mich hier bringen würden, um den Unheil der Ferne. Mein Gott persönlich. Okay. Er war wohl sauer. Entschuldigung. Ah, er war wohl ein little bit pissed. Der Gute. Dieses super sicher aussehende Holzwippending könnte helfen. Versuchen wir es. Schon schief geht. Spielst du mit? Ja, die haben Langeweile gehabt hier, die Jungs. Ah, natürlich wieder eine Kiste. Ja, Sekunde. Okay, ich habe hier ein Gewicht für die Wippe. Wunderbar. Wo muss denn das hin? Da muss es hin. Durch Zufall steht ja natürlich wieder eine Kiste. Er ist wie eine Ameise, er kann das Mehrfache seines Körpergewichts bewegen. Na also. Hui, jetzt müsste er so hochfliegen, jawohl. Hey, cool. Hey, super Sprung. Wenn das mit dem Schatz nicht klappt, können wir auch zum Zirkus gehen. Nicht, wenn es da Clowns gibt. Oh, Mist. Das war eine dumme Idee. Warum machen die eigentlich immer alles hinter sich kaputt? Ein weiterer Test erledigt. Im Moment wäre mir ja eine Todesfalle lieber. Im Moment hoffe ich, dass wir es mal geschafft haben. Okay, die Statuen sind jetzt aber übertrieben. Aber echt, wer dekoriert die Stelle für einen Schatz? Oder baut ausgefeilte Tests? Hm.
gewöhne ich mich nie. Okay. So, irgendwas in der Mitte. Oh Gott, wieder irgendein Test. Schon wieder ein Kreuz. Zumindest sind diesmal Edelsteine drin, was? Oh, nicht anfassen. Was? Wieso? Sieh genau hin. Das ist das einzig Wertvolle in dieser Höhle. Stimmt. Das ist wieder ein Test. Habgier. Ja. Oder ihr Gegenteil. Okay, also... Es müssen die Münzen sein. Sind wir uns da sicher? Naja, ziemlich. Ziemlich muss reichen. Okay, aber nur eine. Habgier, schon klar. Bitte sei keine Falle. Okay, das Lichtdesign ist mal beeindruckend. Erkennst du die Form? Das ist Madagaskar. Penis? Nee. Okay. Da. Der Stern hier. Das ist Kings Bay. Ja, genau. Dieser Drecksack. Er will uns verarschen. Was redest du da? Avery. Er will uns verarschen. Das hier sollte der Ort sein. Also wo ist der verdammte Schatz? Hm? Ich meine Kings Bay. Toll. Und was dann? Der Nordpol? Das Weltall? Nee. Uncharted 10 spielt im Weltall auf dem Mond. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Er suchte Leute. Wer suchte? Avery suchte Leute. Er suchte Leute wofür? Ah, Scheiße. Sie, meine Herren, machen sehr viel Lärm. Waffen hinlegen. Langsam. Ich schulde Ihnen noch was von neulich. Aus dem Fenster werfen hat nicht gereicht. Rafe. Rafe, bitte komm. Ich bin auf dem Friedhof. Nadine, Sie waren hier. Ja, Sie stehen gerade vor mir. Was? Wo bist du? Komm zurück zur Kathedrale. Folg einfach den Löchern. Schon unterwegs. Und um Himmels Willen erschieß sie noch nicht. Dann beeil dich mal lieber. Kings Bay. Ja, aber, wo in Kings Bay? Sie brauchen das Kreuz da, um das herauszufinden, aber... Es gibt nur zwei Menschen, die wissen, wie man es benutzt. Lassen Sie mich raten. Sie zwei. Tja, wenn Sie es Rafe überlassen, werden Sie lange warten müssen. Sorry, Jungs. Ich bin nicht zum Verhandeln hier. Bringt mir das Kruzifix. Es ist kein Kruzifix. Was? Naja, ein Kruzifix stellt das Kreuz da, an dem... Wissen Sie was? Völlig egal. Nicht anfassen! Okay. Mein Gewehr. Ah, meine Deckung ist weg. Uiuiuiui. Los da, ich geb Deckung! Mach ich! Gepflegte Schießer. Mama? 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 Runter von dem Ding! Auf eine gepflegte Schießerei einlassen und nehme mir einfach mein Gewehr weg. Komm schon! Du musst mir helfen, Nick! Ja, ich bin doch schon auf dem Weg, Mädchen. Gefällt dir das? Schön unten bleiben. Scheiße!
Okay. Was ist der Plan? Arbeite noch mal. Oh, 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 das sieht gut aus. Das ist ein guter Plan. Wen schießt der denn? Ich hänge. Ich kann nicht mehr. Jetzt kann ich bewegen. Sehe ihn nicht mal. Scheiße. Komm her. Getroffen. Alter, ernsthaft jetzt? Kannst du den mal töten? Wie bezahle ich dich eigentlich? Oh, ein Head, das war doch ein Headshot, ey. Ich stehe hier bei Rainbow Six oder was? Jawohl. Doch nicht immer auf mich. Ich. Ja, Alter, ich war doch schon um die Ecke rum. Mann, immer dieser Netcode. Deckung gehen. Ich hab nur 6 Schuss Munition. Ich bin begeistert. Ist da noch einer? Komm schon. Was? Kommt der denn her? Der Arsch denn jetzt noch her? Ah. Granate. Kann ich aber auch. Die sind ganz schön aggressiv, ey. Alter! Ich hab nicht drauf geachtet. Die Jungs sind ganz schön aggro. Alter, geh mir aus der Schussbahn. Jetzt hätte ich ganz scharf. What the fuck, was war das denn? Schmeißen die jetzt mit Brettern oder was?
Die Munition ist voll. Oh. Ein Schuss noch und wäre tot. Nix, wir haben ein bisschen Spaß. Wir müssen sofort hier weg. Ja, das dachte ich mir. Haltet durch, ich bin bald da. Was ist daran verwerflich, dass wir ein bisschen Spaß haben? Gut, meine Lieben, wir müssen aber jetzt hier eine Pause machen. Wir sind schon bei 20 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Uncharted 4 hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, bis morgen. Ciao.